herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ja, wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute an der E36 Limousine weiter. Ich hatte ja im letzten oder vorletzten Video gesagt, dass ich ja das Auto original beibehalten möchte, um alles auf Class 2 umzubauen. Ja, diesen Plan habe ich auch wieder verworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich baue das Auto doch zum Track-Tool um, wie ursprünglich geplant. Einige Teile habe ich auch schon wieder verkauft. Davon kaufe ich dann eben andere Sachen, die ich für den Umbau brauche. Ja, und jetzt geht es weiter. Ich habe die Rücksitzbank ausgebaut und schon verkauft. Und deswegen nehmen wir jetzt heute die Thermatten raus. Da habe ich einen super coolen Trick für euch. Das habe ich schon öfter so gemacht. Das funktioniert auch total geil. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefällt. So, um diese Thermatten wird es heute gehen. Da hat der E36 unter der Rücksitzbank was. Und leider Gottes auch an so richtig schlechten Stellen. Nämlich hinten auf der Hutablage. Naja, es nützt ja nichts. Das Coole ist, viele von den Kabeln, die da nach hinten gehen, die verschwinden später, weil wir kein Radio, Lautsprecher und so weiter mehr brauchen. Der Airbag-Sensor wird wahrscheinlich drinnen bleiben müssen. Weiß ich aber noch nicht genau. Naja, gut, das sehen wir aber auch später. Heute kümmern wir uns erstmal um die Thermatten und jetzt zeige ich euch mal, wie wir die am besten entfernen. Ich hoffe, man versteht mich jetzt noch. Ich benutze dafür immer einen Heißluftföhn. Ich mache das immer großflächig warm. Wichtig ist nicht zu nahe dran, weil sonst verschmiert alles. Lasst euch da ruhig einen kleinen Moment mehr Zeit als zu wenig. Und dann nehme ich gleich einen Spachtel und dann seht ihr, wie das eigentlich super gut abgeht. So, ich habe mal die Kameraposition gewechselt. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Ich benutze dann ganz normalen, herkömmlichen Metallspachtel. Man muss da aufpassen, dass man nicht den Lack beschädigt, wenn man jetzt nicht vorhat, alles neu zu lackieren. Und dann seht ihr, so, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie einfach diese Matte rausging. Das liegt natürlich nur nicht nur an dem Heißluftföhn, sondern an einem Trick, den ich euch jetzt gleich auch verrate. Der Trick ist nämlich folgender: Für solche Arbeiten sollte man sich immer den wärmsten Tag aussuchen, beziehungsweise die wärmste Zeit. Ich habe das Auto jetzt 2, 3 Tage immer in der Sonne stehen lassen. Dadurch heizt sich der Innenraum natürlich heftig auf und das Ganze ist schon ein bisschen angelöst. Dann natürlich mit dem Heißluftföhn noch ein bisschen zusätzlich erwärmen und schon gehen diese Matten super gut raus. Wenn man das Ganze im Winter macht, ist das super mühselig und ja, echt anstrengend, weil das alles sehr kalt ist. Die Matten brechen schnell. Ja, und wie ihr jetzt gerade gesehen habt, funktioniert das super gut, wenn es einfach sehr warm draußen ist. Ihr seht, ich schwitze auch sehr dabei, aber es nützt nichts. Die Matten müssen raus. Ihr seht jetzt im Zeitraffer, wie ich den Rest rausmache und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie ich die hintere Thermatte entfernt habe. Das ging super geil. Natürlich bleiben da immer ein paar Reste hängen, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut geht wie in diesem Fall jetzt. Und ja, dafür kann ich euch dieses Produkt hier empfehlen: Sonax Teerentferner. Das ist keine Schleichwerbung oder soll keine, ja, das ist keine bezahlte Werbung, sagen wir es mal so. Das habe ich mir ganz normal im Baumarkt gekauft. Ist aber von allen Teerentferner-Produkten einfach das Beste, mit Abstand, muss man wirklich so sagen.
Ich habe das schon bei anderen Autos und Projekten viel getestet mit Verdünnung, selber ein bisschen was angemischt und so weiter, aber das funktioniert alles bei weitem nicht so gut wie der TN-Ferner von Sonax. Ja, wenn Sonax das sieht, könnt ihr vielleicht gerne mal ein paar Pflegeprodukte sponsoren, da bin ich gerne bereit für das weiter zu zeigen. Aber jetzt probieren wir erstmal den hier aus, damit ihr für eure Projekte auch seht, dass man das Zeug wirklich gebrauchen kann. So, die Fläche wird jetzt damit eingesprüht. Machen jetzt hier nur erstmal den kleinen Bereich. Und man sieht schon direkt nach dem Einsprühen, wie sich das Ganze verfärbt, weil sich das alles anlöst. Man soll das Ganze jetzt eine Minute ungefähr einwirken lassen und ja, kann es dann mit einem sauberen und trockenen Lappen entfernen. Ich sprühe es nochmal ein. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Bei vielen Sachen ist es ja nicht so, aber hier ist es tatsächlich so, viel hilft viel. In manchen Fällen muss man auch einen zweiten Durchgang machen, aber im Normalfall ist es beim ersten Mal schon wirklich sehr gut. Ja, das war gerade ein spitzenmäßiger Fail. Ich habe nicht auf Aufnehmen gedrückt, habe gewischt und erst später festgestellt, dass die Kamera gar nichts aufnimmt. Wir können jetzt noch mal sehen, da drüben ist es noch. Hier hatte ich eben schon mal einmal das Ganze sauber gemacht. Ich habe es jetzt eben gerade noch mal eingesprüht. Also ihr seht, dass diese ganzen kleinen Stellen und Klebereste, die sonst immer überbleiben, sich einwandfrei entfernen lassen. Bei solchen Stellen hier ist natürlich noch ein bisschen Unterbodenschutz oder Dichtmasse, da muss man ein bisschen ja, gröber ran. Aber diese ganzen anderen Sachen, wo man sonst Stunden für braucht, gehen mit dem Zeug super geil sauber. So, nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch einen vom Pferd und habe eben in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht. Hier jetzt die andere Seite komplett unbehandelt. Und zack, alles verschwunden. Man sieht jetzt natürlich hier noch so einen, ja, ich sag mal, leichten Gelbschimmer. Das ist aber einfach im Lack oder in der Farbe. Das ist eben Kleber. Es wird ja eh nochmal leicht auslackiert oder zumindest manche Stellen. Und daher einmal angeschliffen. Ja, ich mache jetzt einmal noch den Rest fertig und dann zeige ich euch das Endergebnis. Und so sieht das Ganze dann in fertig aus. Hier unten sieht man eben noch diese Unterbodenschutzgeschichte oder Karosseriedichtmasse. Da muss ich noch mal schauen, was ich damit mache. Da sind auch noch so zwei, drei Teerreste drauf. Vielleicht schneide ich die einfach nur runter und lasse die dann später drinnen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt hier oben noch mal. Man sollte halt so wie hier vorsichtig mit dem Spachtel sein, sonst verkratzt man den Lack darunter. Das ist halt wirklich dann nicht so schön. Aber ansonsten ist das wirklich eine einfache Sache dank dem Sonax-Teerentferner. Und so macht sowas auch Spaß. Wenn man da erst stundenlang beisitzt, um irgendwelche Matten zu entfernen, finde ich das super ätzend und nervig. Aber so ist das wirklich geil. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin zuschaut. Ich weiß, dass es relativ lange keine Videos gab. Das wird sich jetzt in Zukunft wieder ändern. Deswegen wollte ich erstmal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und ja, falls jemand da nach einem Tipp und Tricks gesucht hat, hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, der so ein Projekt startet oder sowas vorhat, das mit diesem Reiniger zu machen. Dann geht das wirklich super. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao.